Das bin ich. Ich habe meinen Körper so trainiert, dass ich jeden Tag um 5 Uhr von alleine aufwache, ohne die Notwendigkeit eines Weckers. Ich schlafe auf dem Fußboden, weil ein Bett nur Raumverschwendung ist und wichtige Ressourcen unserer lieben Mutter Erde verschwendet. Die Decke und das Kopfkissen nutze ich nach dem Schlafen als Dekoration für meine Couch. Diese ist nur für geschätzte Gäste, um Verschleiß zu verringern. Nachdem ich aufgewacht bin, mache ich Yoga nach der Lehre von Meister Smitty Verbenjagerman Jensen. Er war die erste Nummer 1! Bei dem ich unserer Mutter Erde dafür danke, dass ich so viel besser bin als alle anderen. Auch im Bereich der Körperpflege bin ich höchst achtsam mit meinem Verbrauch an Ressourcen. Ich nutze ausschließlich Kompostzahncreme. Um meinen Wasserverbrauch zu minimieren, bade ich einmal im Monat im örtlichen Fluss. Für die restliche Zeit genügt ein Teppichklopf. Ich besitze nur Dinge, die ich absolut benötige. Für alle Nicht-Minimalisten mag das wie eine normale Schale aussehen. Doch verbirgt sich in ihr auch ein Kaffeebecher und eine Teetasse. Während ich meinen Körper mit dem nahrhaften Kaffee-Tee-Müsli bereichere, bin ich vollkommen zen und fokussiere mich auf die Heiligkeit meines Wurzelchakras. Um gegen die globale Erwärmung zu kämpfen, filtere ich meine eigenen Treibhausgase über meine Atemwege. Da ich eine höhere energetische Existenz führe, habe ich mich von der Bürde der physischen Arbeit befreit. Normale Arbeit ist etwas für niedere Geschöpfe wie euch. Meine Arbeit liegt im spirituellen Raum, wo ich in tiefer Meditation die Mächte des Bösen bekämpfe und die positiven Schwingungen unserer heiligen Mutter Erde unterstütze. Na gut, so ein Riesenassi bin ich dann doch nicht. Besten Dank fürs Zuschauen. Ich wollte eigentlich ein Video darüber drehen, warum der Minimalismus eine gute Sache ist, aber als ich angefangen habe, das Skript für dieses Video zu schreiben, ist das hier daraus geworden. Und man soll ja seiner Kreativität freien Lauf lassen, oder? Aber mal Frage an euch. Praktiziert ihr schon den Minimalismus und hat er euer Leben irgendwie bereichert oder haltet ihr das alles für Unsinn? Lasst mir gerne einen Kommentar da und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das Video mit dem Daumen nach oben. Das würde mir unglaublich helfen. Also bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und jetzt ein Riesenapplaus.